Hier zeige ich euch, wie ihr Daten von einem Smartphone auf ein anderes Smartphone übertragt, und zwar in diesem Fall Bilder. Das sind beide zwei Samsung-Smartphones, aktuelle Generation 9 und 10. Und ich möchte Bilder von meiner Kamera übertragen auf das zweite Smartphone. Da ging es um irgendwelche Sachen bezüglich einem Auto. Das heißt, man öffnet auf dem einen die Galerie, dann geht man drauf, mit dem Finger draufbleiben, markiert ein paar Sachen, die man transferieren möchte, die alle sehr lustig sind. Dann macht man hier oben Senden, und im Senden findet man dann normalerweise, man hat es viele über dieses WhatsApp, was aber eigentlich ja Schwachsinn ist, sondern wir machen das oben mit diesem Quick Share. Wir haben hier diese Auswahl Nearby Share oder Quick Share. Und suchen Sie mit Samsung Social nach Freunden, bla 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 bla. Erste Schritte interessiert mich gar nicht. Niemand zum Freigeben. Sofort für Personen. Jetzt machen wir das zweite Samsung an. Und im zweiten Samsung müssten wir hier oben ein Quick Share finden. Smart View. Da haben wir unser schönes Quick Share. So, Quick Share ist aktiv. Und schon sehen wir darüber, dass wir es an das Quick Share senden können. Jetzt haben wir einige Fotos, die wir schicken wollen. 20 Dateien. Jede hat ungefähr 2 MB. Und der sagt senden. Werden empfangen, überprüfen Sie den Fortschritt, Dateien an, Dings gesendet. Das heißt also, wir haben hier 20 MB relativ schnell gesendet. Dazu gehen wir wieder in diese Galerie, gucken uns das an. Da haben wir schon die, da hier unter Downloads läuft es. Neu unter Downloads sind alle Fotos da. Es war 20 MB als Download übertragen.